Willkommen zum BVB Wohnzimmer Talk vor dem Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. Und auch heute bin ich nicht alleine und auf meiner Couch sitzen zwei Gäste, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße. Zum einen Teddy de Beer bzw. Wolfgang de Beer. Wer Wolfgang zu dir sagt, das klären wir gleich. Und Jürgen Kors, BVB-Reporter. Du hattest heute einen ganz schön anstrengenden Tag, sehr aufregenden Tag. Darüber sprechen wir natürlich auch heute. Es gibt einiges zu besprechen vor dem kommenden Spiel am Freitag. Aber erstmal schön, dass du da bist, Teddy. Lange beim BVB im Tor gestanden. Und ja, dann erzähl mal, warum denn Teddy? Warum nicht Wolfgang? Wer sagt außer der Mama vielleicht Wolfgang? Ja, meine Frau sagt Wolfgang und meine Freunde aus Dienstlaken, da wo ich herkomme, da sagen alle Wolfgang, weil da bin ich groß geworden, da bin ich aufgewachsen und geboren natürlich auch. Und aber ansonsten, was in Dortmund so anbelangt, Teddy, und das kam damals so, dass ich in der Kreisauswahlmannschaft gespielt habe und dann hat der Trainer natürlich viele neue Namen, die er sich ja merken muss, guckt auf seine Liste und sagt dann Wolfgang de Beer, Beer. Ach, sagt er, zu dir sage ich Teddy, das kann ich mir besser merken. Und das habe ich, seitdem ich so 13 oder 14 Jahre alt bin, habe ich diesen Spitznamen Teddy. Und auch auf den Seiten vom BVB, also da ist Teddy de Beer, also da taucht ein Wolfgang auch gar nicht auf. Ist das für dich schon, wenn du dich vorstellst, du hast dich hier gerade mir auch mit Teddy vorgestellt, für dich auch völlig fein? Also wir bleiben auch hier heute bei Teddy. Ja, natürlich, das ist ja also mein Leben lang. Also seitdem ich 22 bin, bin ich hier bei Dortmund, also mehr als die oder weit mehr als die Hälfte meines Lebens, und von daher gesehen ist das überhaupt kein Problem und das macht mir Spaß. Mittlerweile in der Fanabteilung zu Hause. Ja, Fanbeauftragter. Fanbeauftragter, okay. Ja. Dann erzähl mal ein bisschen, was machst du aktuell beim BVB? Ja, in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich besuche Fanclubs, ich bin beim Heimspielen dabei, habe Aktionen mit unseren Fans oder teilweise auch mit Sponsoren, Meetings, und das ist dann... Nächstes Wochenende bin ich im Osten, da besuche ich einen Fanclub, der ein 30-jähriges Jubiläum hat. Und das ist so die Sache, die ich dann gerade für den BVB mache. Das kann man unter der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit eigentlich so nennen. Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz gutes Stichwort. Da war öffentlich heute ganz schön viel los. Der BVB wollte aber ein bisschen was verstecken. Hat nicht so ganz geklappt. Wir müssen drüber sprechen. Niklas Füllkrug, wir haben jetzt 19.30 Uhr, so vor einer Stunde ungefähr, gab es dann die Bestätigung, er hat unterschrieben. Wie war dein heutiger Tag? Wann ging es los? Wann hast du gehört, er kommt nach Dortmund? Er liegt im Auto auf der Rückbank. Erzähl uns, nimm uns mit durch deinen heutigen Tag. Ja, dann muss ich tatsächlich schon gestern anfangen, glaube ich. Gerne. Der heutige Tag begann schon gestern. Da haben die Kollegen großartig recherchiert und herausgefunden, dass der BVB den Kontakt zu Füllkrug wieder intensiviert hatte und ihn verpflichten will. Das haben wir dann gestern am Mittwochnachmittag dann veröffentlicht. Und das kristallisierte sich dann auch immer mehr heraus, dass es sehr konkret wird und sehr schnell über die Bühne gehen konnte. Und dementsprechend war natürlich heute Morgen nach dem Aufstehen direkt der Blick aufs Handy und dann telefonieren hin und her. Ich würde fast sagen, quer durch die Republik. Wo ist er denn jetzt? Was macht er denn gerade? Und dann wusste ich irgendwann gegen neun, glaube ich, er war schon am Weserstadion in Bremen und hat dann noch was abgeholt von Werder und ist dann ins Auto gestiegen und kommt also mit dem Auto runter. Sprich, da konnten wir rechnen, Bremen, Dortmund, wenn es gut läuft, an die 3 Stunden. Also irgendwann um 10, 11 wieder hier sein. Und dann sind wir natürlich mit mehreren Kollegen ausgeschwärmt und haben ihn erwartet. Und auch gesichtet dann irgendwann. Gesichtet auch an einem Dortmunder Krankenhaus, wo üblicherweise der BVB dann die Medizinchecks durchführt, die ja vor einer endgültigen Transfer dann durchgeführt werden müssen. Da hat er sich ja noch versteckt auf der Rückbank im Auto aber, und aber wir konnten warum? Ihn nicht ablichten. Warum? Nur, warum? Nur wegen der Fotos, weil das, ich sag mal so, mittlerweile kennt ihr ja dann doch auch die Fahrzeuge, die beim BVB auf- und abfahren. Es war klar, dass irgendwas im Busch bzw. ins Krankenhaus fährt. Ja, es war dann ja auch kein Geheimnis mehr. Ja. Ne? Und das ist dann auch von keiner Stelle, weder bei den Clubs noch drumherum, irgendwo noch dementiert worden, dass das über die Bühne gehen soll. Aber vielleicht ist es auch der große Wunsch des Clubs, dass man die ersten offiziellen Bilder quasi rausgibt, auf denen der Spieler dann adrett aussieht und ein schwarz-gelbes Trikot in die Hand hält. Das ist vielleicht dann auch attraktiver als irgendwie so ein Schuss durch eine Fensterscheibe. Vermutlich ist das so. Aber wir wollen natürlich dann auch immer zu den Ersten gehören, die Bilder vom neuen Mann haben, der dann gerade in Dortmund auftaucht. Und dementsprechend müssen wir uns auf die Lauer legen. Dann gab es noch
Am Nachmittag die Pressekonferenz mit Blick auf das Spiel gegen Heidenheim. Edin Terzic musste alles zu Füllkrug noch abmoderieren und abblocken, weil es ja eben noch nicht offiziell war. Und dann war der Medizincheck irgendwie nach 4 Stunden oder sowas dann beendet. Also ein ganz schönes Prozedere. Und dann war Füllkrug auch an der Geschäftsstelle Sport und dann haben wir ihn auch endlich in Gänze und in aller Größe, ich glaube 1,89 ist er, auch zu sehen bekommen. Und ja, dann ging es weiter, ab in die Redaktion, Champions League Auslosung, jetzt ist Teddy zu Gast. Also es ist ein turbulenter Tag, aber die sind mir ehrlich gesagt viel lieber als diejenigen, an denen nichts passiert. Niklas Füllkrug, hättest du den lieber in deinem Team früher gehabt oder wäre der auch ein Kandidat, der gerne auf dich zulaufen dürfte? Ja, also es ist natürlich ein hervorragender Stürmer, das ist ganz klar, ist ein aktueller deutscher Nationalspieler. Und wir haben natürlich im Laufe der Jahre unglaublich viele gute Stürmer gehabt. Und von daher gesehen würde ich sagen, er passt in die heutige Zeit und er müsste jetzt keinen austauschen, ich würde jetzt keinen eintauschen gegen ihn. Aber ich bin froh, dass er bei uns ist und ich denke, er will uns noch ein Stück weit besser machen, in der Breite auch. Weil es ist ja so, er wird im Winter auch nicht dabei sein, denke ich mal. Da muss er natürlich auch einen ähnlich gearteten Stürmer vielleicht haben. Und das ist ja das Ansinnen, deswegen unsere Jungs den auch geholt haben. Und ich denke mir, er wird uns da ein bisschen mehr Stabilität auch noch geben in der Breite. Aller und Füllkrug für dich ähnlicher Spielertyp? Ja, ich glaube auch in der Aufgabenbeschreibung oder dem Profil, das der BVB in ihm ausgemacht hat, Edin Terzic hat es ganz schön beschrieben. Wir haben in Sebastian Haller nur einen vorne drin, der die hohen Bälle verarbeiten kann, entweder verlängern kann für die schnellen Jungs auf Außen oder den Ball mal runternimmt, eine Sekunde Zeit gibt den Mitspielern, dass die in Position laufen können, bevor dann der Steilpass in die Tiefe kommt. Dazu ist Haller in beiden Strafräumen wichtig. Man sieht häufig nur die Offensivaktionen, aber schauen wir sich mal an, was der für Bälle hinten rausköpft bei Standards und Ecken. Und das ist richtig, du als Torwart kannst es bestätigen. Und das kann Niklas Füllkrug im Wesentlichen auch. Ist jetzt eher ein reiner Mittelstürmer. Zwischendurch hieß es, wir wollen doch eher noch jemanden finden, der ein bisschen flexibler ist, mal außen spielen kann oder auf der 10. Jetzt hat man einen sehr ähnlichen Spielertyp verpflichtet. Mit Blick auch auf den Afrika-Cup, wo Aller im nächsten Januar, Februar spielen wird und auch im Jahr darauf, glaube ich, schon wieder. Ja. Von daher wird er da 4, 5 Spiele fehlen. Und er gibt dem Kader natürlich, du hast es richtig gesagt, Breite. Die Jungs vorne haben alle ihre Qualitäten. Ob es Moukoko ist, der dann jetzt vielleicht mit weniger Einsatzzeiten zurechtkommen muss, ob es Adeyemi ist, Mahlen ist, Reus ist, Reyna oder Brandt, die haben alle viele Fähigkeiten, aber keiner von denen hat die Fähigkeit, über 1,80 zu sein. Und da will man natürlich ein bisschen Körperlichkeit und Gardemaß auch haben. Ich glaube, das kann der Mannschaft nur helfen. Diese 1,80-Marke, die hat sich eingebrannt. Das hat Otto Rehagel damals schon gesagt, als sie gefragt wurde, wieso kaufen sie immer so Innenverteidiger, die 1,90 sind, sagt er. 1,90 kann ich nicht trainieren, hat Otto Merkel damals schon gesagt. 1,90 kann man nicht trainieren, die hat man noch in der Nation. Ja, genau. Jetzt kommt hin. Jürgen hat gerade schon angesprochen, Moukoko ist da. Glaubst du, der ist jetzt ein bisschen gefrustet, weil er wird sich weiterhin durchsetzen müssen. Er ist ein talentierter Spieler, das ist immer noch ein großes Talent. Aber es ist natürlich sehr schwierig in der mittleren Position. Da hatten wir auch dann schon andere Mittelstürmer, die auch ähnliche Körpergröße hatten. Es ist natürlich zwischen zwei Innenverteidigern, die so groß sind, auch schwer sich zu behaupten. Dann, ja. Er ist vielleicht ein sehr, sehr guter Strafraumspieler. Aber das ist natürlich, wenn lange hohe Bälle kommen, ist er natürlich da etwas im Nachteil. Und deswegen haben wir mit Sicherheit in der Richtung da nochmal reagiert, um da noch flexibler zu sein und noch breiter aufgestellt zu sein. Und er muss weitermachen, er muss weiter kämpfen, sie muss sich seinen Platz erarbeiten. Vielleicht kann er auch mal auf der Außenseite spielen, je nachdem, wie es gewollt ist. Aber ich würde sagen, das ist jetzt halt echt schwer für ihn, da im Zentrum sich so zu behaupten bei den Profis, weil es halt da wirklich hart hergeht und der Körpergröße dann manchmal auch so ein bisschen schwierig ist für ihn. Glaubst du, die könnten auch mal beide zusammenspielen, Füllkrug und Haller? Habe ich mir auch schon auf der Fahrt hierher überlegt. Ne? Ja. Durchaus, denke ich mir mal, wenn Haller ein bisschen dahinter ist. Aber sie sind ein ähnlicher Typ, die gleiche Wege suchen. Ne? Müsste man ausprobieren. Man hat damals auch gesagt, Möller und Ike Hässler könnten zusammenspielen. Das hat auch ein paar Mal gut funktioniert. Das war auch im Mittelfeld eine ähnliche Situation. Vielleicht können wir so vorne als Doppelspitze irgendwie hinkriegen. Aber ich sehe es eher nicht, dass sie gemeinsam spielen. Aber wenn es mal irgendwie gewollt ist und du brauchst noch jemanden, der einen zweiten Mann, der grob vorne groß drin ist, würde man auch reinpacken. Das könnte auch funktionieren. Glaubst du, dass er morgen gegen Heidenheim schon eine Rolle spielt, Füllkrug? Ja, sicherlich nicht von Anfang an. Durch den ganzen Tag heute konnte er natürlich auch noch gar nicht mit der Mannschaft trainieren. Also maximal ist er dann beim Anschwitzen am Spieltag morgens dabei.
Ich glaube, es wäre sogar eine grundsätzlich gute Geste, wenn man ihn mit in den Kader nimmt. Und wenn es dann der Spielverlauf erlaubt, kann er auch am Ende 10, 15 Minuten spielen. Ja. Denn man darf nicht vergessen, dann ist erstmal Länderspielphase, sprich, er ist erstmal 10 Tage mit der Nationalmannschaft unterwegs. Nicht weit weg, erst in Wolfsburg und dann spielt er in Dortmund gegen Frankreich mit Deutschland. Aber trotzdem wäre es dann schön, einmal schon mal die Abläufe kennenzulernen. Denn wenn er dann von der Nationalmannschaftsreise zurückkommt, dann geht es nach Freiburg, Champions League, gegen Wolfsburg etc. Also dann beginnen die englischen Wochen und von daher wird man jede Möglichkeit nutzen und noch nutzen wollen, glaube ich, um ihn an die Abläufe beim BVB zu gewöhnen, um nochmal Gespräche zu führen vom Trainerteam, er mit seinen Mannschaftskollegen. Und wir haben ihn jetzt als sportlichen Spieler, als Typen beschrieben. Ich glaube, als Persönlichkeit und als Charakter, glaube ich, tut er der Mannschaft auch richtig gut. So wie ich ihn kennengelernt habe, auch bei der Nationalmannschaft, ist es ein offener Typ, der auch eine klare Meinung hat, aber trotzdem auf Leute zugehen kann, der Leute auch mitreißen kann. Und ich glaube, da noch einen mehr zu haben in der Mannschaft, kann dieser Borussia richtig gut tun. Er ist ja auch in Bremen in diese Führungsperson rein. Persönlichkeit reingewachsen und hat irgendwas auch gemacht. Er führt das Wort da und ist wirklich da ein Vorbild für alle anderen. Und da kann er vielleicht was mit bei uns in die Mannschaft mit reintragen, noch zusätzlich, wird uns vielleicht noch stärker machen. Ja, auch das, was man so auf Social Media und so mitbekommt, auch ein kleiner Spaßvogel, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also so macht er zumindest den Eindruck. Ich glaube, die Spaßfraktion ist in den letzten Jahren durchaus größer geworden. Ne? So Adeyemi, Schlotterbeck, jetzt noch Füllkrug und also, so. Ich glaube, das geht schon. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also ich kenne das ja seit Jahrzehnten als Spieler, als Trainer. Also Spaß kriegen die Jungs immer. Das ist gut, das ist gut. Spaß ist vielleicht auch morgen beim Spiel nicht so schlecht. Vermutlich wäre das ganz gut für den BVB. Gegen Bochum war es nicht so spaßig. Wie hast du das Spiel gegen Bochum letzte Woche gesehen? Ja, es war ja im Grunde genommen das erwartet schwierige Spiel, was soll man sagen. Wir wissen ja, dass die Bochumer zweikampfstark sind und deswegen hat es mich hinterher ein bisschen gewundert, dass wir dann gesagt haben, ja, wir waren überrascht, aber eigentlich ist es ja immer normal, dass wir da in Bochum spielen, dass die das in die Waagschale werfen, was sie auch dann können. Und von da gesehen war es natürlich, wir hätten gewinnen wollen, würde ich mal so sagen, aber die ganzen Jahre über, ich habe das mein Leben lang gemacht, dann ärgert man sich über so einen Punkt, den man dann vielleicht da geholt hat, aber es gab auch, wenn man die ganze Saison sieht, ist eigentlich auch viel zu früh im Grunde, um sich so sehr zu ärgern, dass man sagt, das ist alles blöd gewesen, weil die haben es ja wirklich gut gemacht, die Bochumer, und wir hatten unsere Schwierigkeiten da im Spiel nach vorne, wir hatten so eine zweite Halbzeit nachher die eine oder andere Chance und hätten das Spiel durchaus vielleicht noch für uns entscheiden können, das war ja nicht so, dass wir da gar nichts gemacht haben, aber das ist alles noch viel zu früh, um jetzt eigentlich zu sagen, das ist alles nicht gut, das ist alles hier und da und überall. Wir haben ein neues Mittelfeld, die müssen sich erstmal finden. Die eine oder andere Sache ist vielleicht, wirkt noch ein, vielleicht auch so ein bisschen von der letzten Saison, wo du sagst, komm, wir müssen wieder unseren Rhythmus finden, wo du sagst, ja, es war natürlich eine große Geschichte, die Meisterschaft nicht zu holen, aber da braucht man vielleicht auch noch ein paar Tage, um sich in den Rhythmus wieder zu bringen. Und wie gesagt, mit den neuen Spielern, die auch teilweise jetzt etwas später kamen, will ich jetzt auch gar nicht so ein großes Fass aufmachen und die einfach mal in Ruhe arbeiten lassen, um das wieder zusammen, damit es wieder zusammenwächst. Und ich bin davon überzeugt, der Eden hat das letztes Jahr geschafft, wo es eine etwas schwierige Anfangsphase war, im Laufe der Saison im Grunde immer stabiler zu werden mit der Mannschaft. Und ich denke, unsere Mannschaft hat das Potenzial, da in der Richtung das gleich Ähnliches zu schaffen wie in der letzten Saison. Bei der Pressekonferenz heute ging es auch um das, was gegen Bochum noch nicht so gut geklappt hat, was gegen Heidenheim besser klappen soll. Und den Ausschnitt haben wir für euch mal vorbereitet. Ja, wir gehen natürlich immer auch auf den Gegner ein. Wir haben am Anfang der Woche natürlich nochmal thematisiert, was uns nicht gefallen hat im letzten Spiel gegen den VfL Bochum. Wir haben dann natürlich aber auch versucht, die Schlüsse rauszuziehen, was wir dringend jetzt verbessern müssen im Spiel gegen Heidenheim, welche Räume wir da für uns entdecken müssen, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen noch nicht so häufig entdeckt haben, und was wir dringend verbessern müssen im Bereich der Verteidigung unseres eigenen Tores. Und da wissen die Jungs, was auf sie zukommt. Genauso wussten sie es letzte Woche vor dem Spiel gegen VfL Bochum. Wir haben alles hier thematisiert gehabt, schon zwei Tage vor dem Spiel gegen VfL Bochum, und trotzdem haben wir gemerkt, dass wir uns besonders in der ersten Halbzeit sehr schwer getan haben, und das soll uns diesmal nicht passieren, und da bin ich sehr zuversichtlich, wenn man nicht nur gesehen hat, wie die Jungs jetzt gearbeitet hat, sondern wenn man auch selbst die Aussagen gehört haben, die Jungs dann sehr selbstkritisch nach dem Spiel geäußert haben, da sind wir dann sicher, dass wir auf einem guten Weg sind. Die Räume wurden nicht gefunden, dabei
haben angeblich alle gewusst, was sie tun sollen. Wo ist da das Problem? Wo entsteht dieses Problem? Ja, gewollt haben sie schon, gekonnt haben sie nicht so recht. Ne? Das ist dann manchmal die Schwierigkeit, weil ja dann auch der Gegner noch dazu kommt. Das kann man alles im Training mal simulieren oder auch ansprechen, aber dann geht es auf den Platz. Und ich glaube, was den BVB und die Fans zuversichtlich stimmen darf, ist A, die selbstkritische Art, glaube ich, nach den beiden Spielen. 4 Punkte hätte man auch sagen können, wir sind im Soll, aber hat keiner gesagt, wir müssen mehr zeigen. Terzic hat gesagt, da muss man diese 50-50 Zweikämpfe oftmals um den zweiten Ball, so Abpraller, ne? Wer kriegt den? Meistens der mehr will und mehr auf Zack ist. Und das waren jetzt am vergangenen Wochenende häufiger die Bochumer und seltener die Dortmunder. Das muss wieder anders werden. Dortmund war eine Mannschaft, die das auch ausgezeichnet hat über lange Zeit. Wenn es um Räume geht, reden wir natürlich viel über die Offensive und du hast da jetzt aber in der letzten Woche auch nicht mit Malen und Adeyemi diese beiden Pfeile auf dem Flügel gehabt, die dir dann auch mal helfen, weil sie ein 1-gegen-1-Duell gewinnen und sie haben es auch nicht geschafft, die Bälle da so hinzutransportieren und so vorzubereiten mit der Spielverlagerung, mit dem Aufbau, dass die Jungs eben von da aus durchstarten können. Bei Malen ganz oft so in dieser Halbspur, ne? Nicht ganz rechts außen, sondern zieht er so ein bisschen rein. Der Außenverteidiger weiß nichts, geht er außen vorbei, geht er innen vorbei, der Innenverteidiger muss absichern, muss da rausrücken, dann geht in der Mitte wieder ein Loch auf etc. Das sind ja alles ausbaldoverte Schachzüge, was da inzwischen passiert. Das hat alles nicht so funktioniert. Hinzu kommt, ich glaube, das muss man auch sagen, das ist bislang, ich glaube, Köln und Bochum hatten über 30 Torschüsse gegen zwei Mannschaften, die man ja nicht in der oberen Hälfte der Tabelle am Ende der Saison erwartet. Das geht natürlich nicht. Ne? Also das, wenn man kann schlecht spielen, dann muss man aber zumindest sicher stehen. Gegen Bochum hat es mir gefehlt, dass da auch mal Ruhe am Ball ist, dass der Ball in Ruhe hinten rausgespielt werden kann. Jeder, der von den Brusten hinten im Ballbesitz war, hat gleich Gegnerdruck bekommen. Da muss man sich gegenseitig helfen, freilaufen, die Positionen einnehmen, dass eben der Spielvortrag auch funktioniert. Also es gibt schon noch einiges zu tun. Ich wäre ein bisschen bei Teddy. Das braucht Zeit, es braucht Trainingsarbeit. Ich hätte aber auch gedacht, dass die Dortmunder schon weiter sind gegen Köln und auch gegen Bochum. Jetzt müssen sie gegen Heidenheim mal zeigen, dass es besser geht. Dann stehen sie mit 7 Punkten da nach 3 Spielen, gehen in die Länderspielphase. Dann ist auch nichts Schlimmes passiert. Siehst du ähnlich? Ja, das stimmt. Das ist so. Wir fangen an, ein Spiel in Bochum zu spielen. Und die haben erstaunlicherweise wirklich sehr früh Druck gemacht. Ne? Und wir haben dann immer versucht, uns rauszuspielen, sind dann auch teilweise unter Druck gekommen. Und bei jedem Pass immer mehr in die Bedrulli, anstatt dann auch vielleicht mal das Mittel des langen Balls zu wählen. Und dann schieben wir den ganzen Kram nach vorne, um uns selber nicht immer unter Druck zu bringen. Dann müssen die Jungs auch im Spiel dann mal selber erkennen, was zu welchem Zeitpunkt das richtige Maß ist, um vielleicht dann Torchancen zu kreieren oder vernünftig keine Torchancen zuzulassen. Und es ist natürlich unglaublich schwierig gegen Bochum, wenn die mit allen Mann hinten drin stehen, das vernünftig auszuspielen, die Bälle reinzubekommen. Und wir haben es auch jetzt bis jetzt noch nicht so richtig geschafft, Allaire so richtig so ein bisschen ins Spiel reinzubekommen, weil er ja natürlich auch immer gegen Köln und jetzt gegen Bochum unglaublich eng mit den Leuten zusammenstand. Da standen ja auch immer 4 Leute um ihn herum. Und dann muss man vielleicht auch nicht mal diese schöne Flanke wählen, sondern muss einfach mal sagen, weißt du was, ich hau das Ding jetzt einfach mal so feste vor die Bude, dass ich dann auch kein Verteidiger von Bochum oder von Köln den Ball gar nicht vernünftig wegschlagen kann. Weil dann ist es auch so scharf, dass ich was anderes kreiere und sage, okay, dann kriege ich das ans Knie, dann springt er vielleicht zur Ecke oder am Ende des Tages muss so ein Verteidiger so einen Ball vielleicht selber reinhauen. Mhm. Aber dieses Mittel auch mal verändern und nicht immer gucken, wo kann ich spielen und machen und tun. Natürlich möchten wir spielerisch alles lösen, das können wir auch, das ist hundertprozentig. Nur manchmal ist es in einem Spiel halt vielleicht auch gar nicht angesagt, sondern man muss auch mal erkennen, welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt auch Sinn macht. Ne? Und wenn ich dann immer diese langen, hohen Bälle in den 16er reinspiele, werden die auch einfacher zu verteidigen sein. Ich muss dann auch den Gegner mal vielleicht so mehr unter Druck setzen, um dann was anderes zu provozieren, dass sie auch selber gar nicht mehr in der Lage sind, vernünftig Bälle hinten rauszuspielen und damit den Ball vernünftig umzugehen. Und das, diesen Wechsel mal zu sagen, was machen wir, was tun wir, vielleicht auch mal eine kleine andere Komponente mit reinbringen, um das Spiel ein bisschen zu verändern. Da müssen die Jungs vielleicht noch ein bisschen lernen, sich darauf einlassen und ich denke mir, dann wird das auch besser, weil Fußball spielen können die gut. Aber erfahrene Spieler gibt es doch genug in der Mannschaft auf dem Platz, oder? Die das auch sehen könnten und dann mal eine Ansage machen. Ja. Da haben wir mittlerweile den einen oder anderen dabei, aber sie müssen vielleicht auch mal zwischendurch anders drüber denken und sagen, ja, was können wir jetzt gerade machen, was macht gerade Sinn? Mhm. Und das könnte dann auch aus der Mannschaft von den erfahrenen Spielern kommen. Und ich denke, da sind die auch zu einer Lage. Gegen Heidenheim wäre das ein Mittel, weil die stehen wahrscheinlich auch relativ weit hinten drin, oder? Davon wird man ausgehen, weil wir haben ja wahrscheinlich wieder 60% Ballbesitz wird sein bei uns im Stadion und wir wollen auch schön Fußball spielen, Kombinationsfußball und das haben wir auch immer gut hingekriegt und das hat ja auch Freude gemacht, sich anzugucken. Die Rückserie war echt klasse letzte Saison und aber für mich ist jetzt erstmal wichtig,
jahrelang, jahrzehntelang ist immer so der gleiche Kram gewesen. Du fängst so eine Saison an. Für mich war jetzt erstmal schon mal wichtig in der Vorbereitung, dass wir trotz schwierigen Sachen eigentlich Ergebnisse hatten. Wir haben ein Unentschieden gespielt, alle anderen haben wir gewonnen. Wir haben auch gegen die Regionalliga Spiel, haben wir erstmal hinten gelegen oder haben das Spiel soeben gewonnen gegen Oberhausen. Dass am Ende des Tages der Wille da ist, ein Spiel zu gewinnen, dass das nicht immer schön ist. Wir brauchen da auch in gewissen Bereichen eine ziemlich große Frustrationstoleranz, wo du sagst, ja, wie gehe ich mit den Unzulänglichkeiten auf dem Platz? Wie gehe ich damit um? Ich werde Zweikämpfe verlieren, ich werde den Ball irgendwo hinschießen, wo ich nicht hin möchte und so. Aber das muss man im Grunde genommen in den Momenten immer wieder sofort umschalten, um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, um ein Spiel zu gewinnen. Darum geht es eigentlich, dass unterwegs unglaublich viel passiert, was ich gar nicht möchte. Das ist doch klar, nur ich muss damit klarkommen. Und wenn ich im Kopf dann klar bin, dann werde ich hinten raus so ein Spiel auch gewinnen können und diese Maßnahmen ergreifen. Und da gibt es vielleicht auch ein bisschen Potenzial, wo unsere Jungs ein bisschen besser werden können und sagen, okay, ne, ist egal, was passiert. Ob ich den Ball jetzt nicht treffe oder nicht, ich mache weiter. Und habe gar nicht diese Schrecksekunde oder lass das alles hinter mir und mache einfach weiter. Und das ist eine Sache, die man auch noch lernen muss. Wir haben teilweise noch junge Spieler dabei und die sollten das dann auch irgendwann mal, denke ich mir, genau so im Kopf auch dann für sich selber entscheiden. Wie würdest du gegen Heidenheim agieren? Perfektionismus zu Hause lassen? Ja, Perfektionismus käme dann irgendwann zum Ende, wenn das Spiel im besten Fall schon entschieden ist, glaube ich. Dann kann man irgendwann für die Galerie spielen. Aber man sollte nicht, wie ich es in Bochum gesehen habe, so Mitte der ersten Halbzeit, als Dauerdruck von den Bochumern kommt, die 1 gegen 1 auf dem ganzen Feld spielen, dann anfangen in der eigenen Hälfte einen Hackentrick zu probieren. Tut der Sache nicht gut in dem Fall. Ja, und gegen Heidenheim, also das wird der Borussia Dortmund in, ich sag mal, 25 von 34 Spielen passieren, dass der Gegner sich hinten reinstellt und denkt so, ja gut, aber wenn die uns mit ihren schnellen Spielern überrennen wollen, dann stellen wir uns mal einen Meter tiefer hinten rein und dann haben die schon mal weniger Platz, wo die an uns vorbeilaufen können. Also ist ja strategisch alles logisch soweit. Kann sich Borussia Dortmund aber nicht beschweren, ne? Und dann mag ich auch nicht hören, ja, wir tun uns gegen tiefstehende Gegner schwer oder wir tun uns gegen Gegner schwer, die so hochpressen und wir tun uns gegen Gegner schwer, die 1 gegen 1 auf dem ganzen Feld spielen. Ja. Ausredenhausen brauchen wir nicht, ja? Also hat Matthias Sammer auch gesagt, wir Weltmeister im Ausreden suchen. Hilft in diesem Fall nicht weiter, sondern da geht es darum, die Aufgaben zu übernehmen. Ich glaube, dass die Mannschaft richtig gut eingestellt wird, dass Heidenheim ein Gegner ist, den man bei allem Respekt schlagen muss zu Hause. Auch da sollte man sie nicht vertun. Ja, und da muss man das eben zeigen. Ein frühes Tor wird wahrscheinlich helfen, um so ein bisschen Lockerheit reinzubekommen, denn wir haben auch gesehen, ne? So zurückerinnert an die Rückrunde, so Spiele wie gegen Frankfurt zu Hause oder gegen Köln, wo man dann 5-6 Tore schießt oder gegen Gladbach, dann, die tun natürlich gut, aber da muss man erst wieder hinkommen. Diesen Flow hat der BVB noch nicht. Heidenheim wäre eine gute Chance, wieder ein bisschen ins Fließen zu kommen. Ja, natürlich versuchen, von Anfang an Druck zu machen. Das ist ja klar, dass wir so Fehler provozieren. Aber dann auch nicht die Geduld verlieren, wenn es halt mal zu Anfang nicht so funktioniert. Ne? Man kann auch ein Tor in der zweiten Halbzeit schießen, ohne sich zu entblößen. Das ist auch so, diesen Rhythmus eigentlich hinzukriegen, dass sie sagen, wie kann ich so ein Spiel gestalten? Ne? Und was Heidenheim anbelangt, ist das echt eine lustige Geschichte, weil wir waren vor 20 Jahren auf dem Heimweg, glaube ich, aus dem Trainingslager. Und da haben wir bei Heidenheim ein Vorbereitungsspiel gemacht und ich glaube, die haben damals noch in der Oberliga gespielt. Und dann haben wir nach dem Spiel haben wir mit denen zusammengesessen und haben mit dem Präsidium gesprochen und gemacht und getan. Ich sagte, ja, wir haben da so einen Pool von Leuten, Firmen und dergleichen und unser Ziel ist dann so, langfristig mal im bezahlten Fußball zu landen. Ne? Und da erinnere ich mich jetzt immer dran, weil ich dann auch zwischendurch immer mal hingeguckt habe, ja, Regionalliga, ist ja dritte Liga. Ich dachte, zweite Liga, mein lieber Mann. Ne? Und seit das, was sie damals mal so gesagt haben, was wir in der Runde besprochen haben oder was wir uns vorgestellt haben, mal nach dem Spiel, das wir da hatten, kam doch zum Tragen, dass sie im bezahlten Fußball sind und auf einmal sind sie in der Bundesliga. Und jetzt, wo ich sie in der Bundesliga sehe, muss ich sagen, das war damals ein Plan. Ich habe den schon gehört, als ich da am Tisch gesessen habe und der wurde nachhaltig verfolgt und dem kann man nur Respekt zollen, muss ich ehrlich sagen. Also, weil ich einer derjenigen bin, der das vor 20 Jahren gehört hat, dass sie das vorhaben. Das ist unglaublich, ne? Also, du verfolgst den Weg also schon ein bisschen länger. Hast du immer so ein... Ja, weil ich mich so daran erinnere. Ja, weil ich mich daran, daran erinnere, dass das damals das Gespräch mit den Leuten war und dann wuchst du da mal hin. Ich denke, wir sind doch im bezahlten Fußball und dann ist das mit Sicherheit von den Leuten gut gemacht worden. Sonst werden sie jetzt nicht in der Bundesliga. Und würden morgen dann gegen Borussia Dortmund spielen. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, wie du aufstellen würdest, welche Jungs du ins Rennen schicken würdest. Und die Aufstellung schauen wir uns mal an. Hinten im Tor, Kobel, ich glaube, das ist keine Diskussion. Ist der okay, der Kobel? Ich wollte gerade sagen, wie ist deine Einschätzung? Ich glaube, es ist ein ganz ordentlicher Torwart. Nein, das ist einer der besten Torhüter der Bundesliga. Also ich bin sehr froh, dass er da ist.
Und da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen zu, dass der Mann uns besser macht. Linke Seite, Venserini, also der hat wirklich auch gut eingeschlagen. Ich finde ein sehr guter Fußballspieler, auch ein guter Zweikämpfer. Schlotterbeck, klar, Logo, den würde ich jetzt spielen lassen. Süle auf der rechten Seite, weil Mats war noch nicht so ganz fit. Ich glaube, der hatte was, weil er rausgegangen ist da. Hat zwar wieder mit Training mit angefangen, das habe ich gehört in der Pressekonferenz heute auch. Ryerson war auch mit dabei vielleicht im Kader jetzt, wird vielleicht aber nicht von Anfang an spielen. Deswegen würde ich sagen, Wolf auf der rechten Seite, dann hast du Sabitzer. Aber wenn Ryerson und Hummels fit wären, wären das deine... Dann würde ich vielleicht sagen, die Ryerson würde ich dann spielen lassen und Mats auch eventuell, ja genau. Emre, ganz klar als Kapitän mit dabei. Ich wünsche mir, dass der, ich erinnere mich noch an das Jahr 2020, wo wir auf einmal dann in der Hinserie so viele Konter gefressen haben. Und Emre war derjenige, der in der Rückserie mit dabei war und hat alles weggefressen. Wenn ich im Tor gestanden hätte, ich hätte mich zu Tode gefreut. Weil ich sage, ey, der räumt ja alles ab. Ne? Der hat geguckt, der hatte Augen, der hatte Antennen links und rechts. Und da ist er in der letzten Saison wieder hingekommen, auch dass er alles erstmal defensiv abgeräumt hat und für die Mannschaft den Rücken freigehalten hat. Das wünsche ich mir dann auch, dass er das in dem Spiel jetzt gegen Heidenheim macht. Sabitzer mit dabei, der im Grunde genommen eigentlich auch durchaus in die 8. Position und ein guter Techniker ist. Brandt, klar, in der mittleren Position fühlt er sich, glaube ich, am wohlsten. Und die Außenbahnen mit den beiden Jungs da besetzt, mit Malen und Adeyemi, ist natürlich unglaubliche Geschwindigkeit und auch trickreich sind die Jungs. Die können 1 gegen 1 auflösen, um uns für unsere Mannschaft dann mal die Situation zu verändern. Und wie ich es vorhin mal gesagt habe, wenn es mal da eng ist, dann sollen die beiden einfach über außen gehen und das Ding volle Pulle vor die Bude pöllen, dass keiner von denen da irgendwas den Ball klar weghauen kann. Und vielleicht tropft er auch nur ab und Allaire steht immer so schlau und so gut und hat so gute Laufwege, dass so ein abgetropfter Ball ihm vor die Füße fällt und ihn reinhaut. Also ich bin frohen Mutes, ich bin sowieso ein unglaublicher Optimist, weil ich bin da nie ins Spiel reingegangen und habe gesagt, heute verlieren wir, sondern ich habe gesagt, wir gewinnen heute und das werden wir am Freitagabend auch machen. Und ich werde auch da sein und mich schon jetzt darüber freuen. Ja. Nochmal ganz kurz der Blick auf die Aufstellung, Jürgen. Ja. Was würdest du genauso aufstellen? Würdest du was ändern? Ja, fast. Ich habe die Aufstellung gemacht mit Mats Hummels, dann als linkem Innenverteidiger anstelle von Schlotterbeck, weil ich glaube, dass Mats mit seiner Routine, mit seiner Qualität, das Spiel zu lesen, auch im Spiel noch taktisch seine Mitspieler rund um ihn herum noch ein bisschen zu dirigieren, einfach noch so wichtig ist für die Mannschaft. Wenn er fit ist, kann er spielen. Er war seit Dienstag, glaube ich, wieder im Training. Von daher sollte da sein Rücken nicht unerwarteterweise wieder zwicken. Ist er dabei bei mir? Und den Rest würde ich genauso sehen. Und ich würde sogar sagen, wenn man das jetzt so ein bisschen taktisch, systematisch formiert, würde ich Marcel Sabitzer noch ein bisschen nach vorne schieben. Ja, hatte ich gerade eine Aufstellung auch gemacht, aber er hat es ein bisschen zurückgezogen. Ja, also dass Emre Can eigentlich der alleinige Sechser ist, das reicht dann auch als Absicherung, wenn die anderen nicht völlig Hanebüchen spielen. Und dann haben wir mit Sabitzer und Brandt zwei auch kombinationsstarke Spieler, die beide auch in die Tiefe gehen können, Richtung Sprachraum gehen können, beide aber auch was kreieren können im Zusammenspiel mit den Außenbahnen und auch mit Sepp Haller. Von daher hat man da genug fußballerische Kompetenz, Kreativität, Qualität, auch unterschiedlicher Art, eben mal er den Techniker, mal er den Dribbler, mal den Tempospieler mit Haller, einen, der im Strafraum eigentlich alles, was er riecht, auch wegknipst. Ich denke, das sollte für den ersten FC Heidenheim reichen. Du hast gerade schon gesagt, der BVB muss gewinnen. Du bist total optimistisch. Dementsprechend sammle ich jetzt schon mal eure Tipps ein. Was tippst du Dortmund gegen Heidenheim? Ich würde sagen ein 3-0. Ja, das hatte ich mir gerade auch überlegt. So 3-0. 3-0 ist okay. 3-0. Zu 0 spielen wäre schon mal wieder gut. Auch das, da freut sich der Torwart. Ja, und der Torwarttrainer freut sich auch, ist ja ganz klar. Also wenn ich da früher wurde mir ja nachgesagt, als ich Torwarttrainer war, mir wären 0-0 lieber als ein 4-3 gewinnen, weil dann hätten wir kein Tor reingekriegt. Ja. Aber das stimmt in der Form nicht. Aber ich wollte lieber gewinnen. Aber 3 Gegentore ist auch mal ein bisschen blöd. Aber ich gehe davon aus, dass wir morgen gewinnen werden. Und am schönsten ist natürlich zu 0. Und dann wäre doch das ein guter Start ins Wochenende. Auf jeden Fall. Aber da hake ich nochmal nach. Also 0-0 und 4-3 kann ich verstehen, dass man sich dann doch über das 4-3 freut. Ja. Aber 4-3 und 1-0 gewinnen, da dann doch lieber das 1-0 für den Torwart? Ja, obwohl es ja ziemlich hektisch lange ist, das Spiel. Ne? Das ist richtig. Dann kann es nochmal eng werden am Ende, ne? Ja, will man ja auch nicht. Wobei wir 4-3 auch. Ja.
Nein, also der Sieg alleine zählt, darum geht's. Das war eigentlich nur so eine kleine Anekdote und Spaß. Ja, dafür sind wir ja hier, für die Anekdoten. Ne? Ja, also ja. Immer her damit. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht schießt du nicht wieder 85 Tore oder 83 in der Vorsaison, aber wenn du statt 44 nur 34 reinkriegst, dann hast du eine große Wahrscheinlichkeit, dass du mit mehr Punkten am Ende da bist. Ja, das war eigentlich immer so, du, das Ziel, so, dass du praktisch nie mehr als wenn du die 34 Spiele siehst, dass du nie mehr als ein Gegentor pro Spieltag reinbekommst, dann bist du in einer sehr, sehr guten Position, muss ich ehrlich sagen, um auch viele Spiele erfolgreich zu gestalten und zu gewinnen. Weil dann hast du auch viele zu Null Spiele dabei, wenn du auch mal zwei kriegst oder irgendwie kann ja auch mal passieren, dass du drei kriegst, aber wenn du so im Schnitt ein Gegentor pro Spieltag hinnehmen musst, dann ist das eine gute Quote. Wo lag dein Karriereschnitt bei so Gegentoren? Du hattest noch nicht so eine gute Abwehr. Wie keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich überhaupt mal ein Gegentor reinbekommen habe. Das lassen wir so stehen, das wird auch nicht recherchiert. Das ist Legendenstatus, verdient man sich natürlich. Weiße Weste von Anfang bis Ende. Das lassen wir so stehen. Wir schauen noch mal ein ganz bisschen in die Glaskugel. Morgen 18 Uhr schließt das Transferfenster. Glaubst du, nach Füllkrug passiert noch irgendwas? Oder ist aufgrund der Tatsache, dass morgen dann auch das Spiel ist gegen Heidenheim, für den BVB heute quasi Deadline Day? Ja, wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, einen Transfer zu machen, dann würde das Schließen des Transferfensters dem nicht entgegenstehen. Aber es ist schwierig, denn wenn du jetzt noch einen Spieler holst, dann musst du ja auch sowieso von ihm überzeugt sein. Dann heißt es ja auch, dass sich jetzt bis kurz vor Schluss das irgendwie alles noch schwierig gestaltet. Kann an der Einigung mit dem Spieler liegen oder wahrscheinlicher an der Einigung mit dem abgebenden Club. Und dann müssen da viele Dinge ineinander spielen. Ich nenne mal ein Beispiel, das gerade noch diskutiert wird. Das ist Ahmed Bella-Kotschab, spielt in Southampton, früher VfL Bochum. Mhm. Jung aus dem Ruhrgebiet, ein bockstarker Innenverteidiger, der Physis mitbringt, Tempo, Klasse, ein guter Balleroberer ist. Nationalspieler, nicht ohne Grund geworden ist in Deutschland. Und den könnte man holen wollen. Allerdings ist die Kriegskasse leer. Sprich, man muss ihn leihen. Dann muss man den abgebenden Verein überzeugen, dass es so eine Leihe mit einer Kaufoption oder Kaufpflicht dann anschließend gibt. Dann muss man sich dann auf den Betrag einigen. Dann könnte aber der abgebende Verein sagen, ja, wir brauchen erst Ersatz. Da braucht man erst den Ersatz, vielleicht aus Manchester City, der nach Southampton kommt und unterschreibt. Dann kann man den eigenen Spieler wieder abgeben. Und dann muss der BVB noch hoffen, dass nicht ein anderer Mitbewerber noch auf den Markt tritt und nicht den Engländern sagt, komm, ihr kriegt sofort 20, 25 Millionen. Die Dortmunder mit ihrem Leihgeschäft da, die Klamm-Jungs da, die könnte man zur Seite schieben. Also es muss schon viel gut laufen. Es ist nicht unwahrscheinlich, aber es ist auch nicht besonders realistisch. Wie hat sich diese ganze Transferperiode verändert? Wie war das zu deiner Zeit? Hat man als Spieler gesagt, ich will dahin und dann durfte man? Oder gab es schon genauso viele Diskussionen wie heute? Nee, die gab es damals noch nicht. Wenn der Vertrag ausgelaufen ist, dann gab es ja damals sogar noch Ablösesummen. Das ist ja seit dem Bosman-Urteil eigentlich, ja, eigentlich hinfällig. Aber diese langen Perioden und diese kurzfristigen Wechsel, die gab es in der Form in der Diskussion noch nicht. Das war alles ein bisschen ruhiger als damals. Ne? Und, aber ich mein, wir können über diesen Jungen reden, der war ja in der Presse auch. Ne? Mhm. Aber ich denke mir mal, ich habe da vollstes Vertrauen in Sebastian Kehl, dass er das gut machen wird und die entsprechenden Spieler auch holen wird, die wir brauchen. Und er wird auch irgendwann mit meinen sagen, das reicht jetzt, wir können mit dieser Truppe die Saison bestreiten und dann wird es halt jetzt noch ein bisschen eng, aber ich glaube jetzt nicht mehr gefühlt, dass jetzt noch der Jung verpflichtet wird, kann ich mir nicht vorstellen. Müsste schon viel zusammenpassen. Du hast mal unterschrieben und hättest dann doch noch wechseln können oder sowas. Ist das öffentlich spruchreif? Also es kommt ja auch manchmal so anders für den Spieler als erwartet. Das ist ja auch. Nee, das war damals anders. Wenn man damals einen Vertrag unterschrieben hat, dann hat man sich auch dran gehalten. Ich kann mich erinnern, dass ich, nachdem ich meinen Schien- und Warnbeinbruch hatte in den 90er Jahren, ich dann wieder bei der Mannschaft war und irgendwie kam Ottmar Hitzfeld mal zu mir und hat gefragt, ja, der MSV Duisburg hätte angefragt, wir würden dich gerne verpflichten, ob du da hingehen wolltest. Und so sage ich, ich hatte gerade meinen Vertrag unterschrieben und dachte, wir wollen dich aber nicht gehen lassen. Und dann war das auch dann irgendwie erledigt. Dann hat man da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und es wäre sowieso kein Thema für mich gewesen, weil ich wollte weiter beim BVB bleiben. Aber es hat sich natürlich auch insofern verändert, die Geschichte, wenn heute langfristige Verträge unterschrieben werden. Heutzutage geht ja keiner mehr davon aus, dass dieser Vertrag entsprechend auch erfüllt wird, sondern es ist eigentlich nur ein Instrument, um Ablösesummen zu generieren. Also dahin hat sich das ja entwickelt, das ist ja jetzt Usus. Und von da gesehen ist das eigentlich ein normales Gebaren mittlerweile, dass auch wenn ich einen Vertrag habe, trotzdem darüber gesprochen wird, was zu machen ist. Es ist eigentlich nur ein Instrument. Also
solange der Spieler unterschrieben hat, bleibt er nicht. Ne? Das ist mittlerweile schon eigentlich klar. Ne? Ja, davon also, geht man ja fast ja. eigentlich aus. Ne? Ich meine, das ist jetzt, der Markt gibt es mittlerweile her, man muss sich neue Sachen überlegen und deswegen ist das halt so, dass ich sage, wenn der Junge jetzt kommt, der kriegt dann 5-Jahres-Vertrag und man sieht ja im Grunde genommen eigentlich an den entsprechenden Verhandlungen dann, wenn er 5 Jahre hast, kostet es so viel, wenn er 3 Jahre hast, kostet es so viel, wenn er 1 Jahr noch hast, dann kostet es halt billiger und genau. so. Und deswegen ja. sieht man ja, was das die Verträge für ein Instrument geworden sind, um Ablösesummen zu generieren. Heute ist noch was anderes passiert. Champions League wurde ausgelost. Wir springen mal in den nächsten Wettbewerb und auch auf der Pressekonferenz war das heute schon Thema und Edin Terzic wurde gefragt, was denn die Ziele vom BVB in der Champions League diese Saison sind und das hat er geantwortet. Ja, dass die Champions League extrem wichtig ist und dass wir nicht immer nur sagen, dass wir uns für die Champions League qualifizieren möchten über die Bundesliga, sondern dass wir auch in der Champions League Spiele gewinnen wollen und uns da zeigen wollen und gegen die Besten in Europa messen wollen, ist unser ganz klarer Anspruch bei Borussia Dortmund. Ich glaube, das ist jetzt dann die 18. Teilnahme für uns in der Champions League. Und ja, wir können und werden definitiv nicht die gleiche Gruppe bekommen wie letztes Jahr. Das lassen die Töpfe dieses Jahr nicht zu. Aber wir haben dann letztes Jahr in der Gruppenphase wirklich gute Leistungen gezeigt, uns dann qualifiziert. Ich glaube, sogar einen Spieltag vor Schluss waren wir dann qualifiziert für die K.O.-Phase. Und wenn man dann sieht, vor ein paar Wochen wurde der Supercup ausgetragen zwischen Manchester City, dem Champions-League-Sieger, und FC Sevilla, dem Euroleague-Sieger. Das waren die beiden Mannschaften, die bei uns mit in der Gruppe waren, zusammen mit Kopenhagen. Es war eine total spannende Gruppe und wir werden auch dieses Jahr, egal wie es dann heute ausgelost wird, keine einfache Gruppe haben. Und dann werden wir uns ab morgen nach dem Spiel gegen Heidenheim. Damit beschäftigen wir uns dann optimal, wenn wir die Termine, die Anstoßzeiten und die Gegner haben, damit zu beschäftigen, dass wir uns da auch schon in der Länderspielpause auf die Themen vorbereiten. Wir wissen, dass es dann, wenn die Jungs von den Nationalmannschaften zurückkommen, sofort losgeht. In den anderen Wettbewerben dann auch, dass wir dann nahezu alle 3 Tage spielen. Und darauf werden wir uns vorbereiten. Das haben wir aber auch schon in den letzten Wochen immer wieder angedeutet, dass unsere Vorbereitungsphase dann endet, wenn es dann losgeht mit den Spielen unter der Woche. Und ja, wer dann hier nach Dortmund kommen darf und wo wir dann hinreisen dürfen, das wissen wir dann erst ab heute Abend. Aber wir werden uns definitiv darauf gut vorbereiten und darauf freuen. Wir wissen mittlerweile, wie die Gruppe des BVB aussieht. Und ich glaube, wir können auch einmal draufschauen auf die Gruppe. Paris, Dortmund, Mailand und Newcastle. Teddy, was du guckst und sagst, eieieiei, oder ihr Wollo? Ja, aber wenn ich mir die gesamten 32 Mannschaften angucke, dann kann ich jetzt nicht von irgendeinem Verein behaupten, oder ist ja super, da freue ich mich, dass ich gegen die spielen darf. Naja, also da sind ja, wer das schon in die Champions League geschafft hat, dann ist es auch eigentlich ein schwieriges Spiel gegen ihn, egal wie er heißt. Ne? Und von daher gesehen ist es immer die ganzen Jahre so gewesen, dass du guckst, die Gruppenphase zu überstehen. Das haben wir auch mal gemacht. Das sind schwierige Spiele und das wird genauso schwierig jetzt wieder da werden. Und man muss am Limit spielen und das hoffe ich, dass unsere Jungs das hinkriegen, um das auch zu erreichen, die Gruppenphase zu überstehen. Und dann werden wir sehen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass jemand, der in der Champions League ist, dass das jetzt ein einfacher Gegner ist. Also von daher gibt es das gar nicht. Das gab es noch nie. Wir haben die Auslosung gerade zusammengeschaut. Ja. Schon eine ordentliche Gruppe, oder? Ja, ist schon eine Hammergruppe. Und ich glaube auch beim Blick aufs Tableau, dass das schon die namhafteste und sportlich stärkste Gruppe ist unter den Achten. Paris Saint-Germain versprüht vielleicht nicht mehr ganz den Angstfaktor wie noch vor 1-2 Jahren, weil es da auch nicht so wirklich gut gelaufen ist. Aber ich würde sagen, von den Mannschaften aus Top 1 hätte ich sie schon zu den 3-4 schwersten gezählt. Ich glaube, in Top 3 gab es kaum was Schwereres als Milan. Das ist schon heftig. Da hätte man auch sowas wie Kopenhagen oder Donetsk ziehen können. Das wäre vom Renommee her, vom Namen her, sicherlich eine leichtere Aufgabe gewesen. Ich glaube, in Top 4 gab es nichts Schwierigeres als Newcastle, die in England mächtig aufrüsten, finanziert aus Saudi-Arabien, Paris aus Katar und ich glaube, Milan gehört einem US-amerikanischen Investor. Also bei allen Clubs ist viel, viel Geld da, viel, viele Möglichkeiten. Newcastle hatte schwierige Jahre hinter sich gehabt, geht in den letzten 3-4 Jahren richtig durch die Decke. Und wenn man in England Vierter wird, dann kann man schon was.
Ganz bestimmt. Und dann ist das für Top 4 in der Champions League schon eine oberste Kategorie. Also viel schwieriger hätte es nicht kommen können. Aber es gibt auch ein Wiedersehen, das ist auch mal ganz cool. Mit einigen Dortmunder. Alex Isak spielt in Newcastle. Ja. Der hat es hier nicht so richtig gepackt, was nicht unbedingt auch nur an ihm lag. Ist mittlerweile 70 Millionen Euro wert. Mhm. Knipst in England ohne Gnaden. Beim AC Milan ist inzwischen Christian Pulisic hingewechselt, der vorher bei Chelsea war. Und Paris Saint-Germain spielt Achraf Hakimi und dann auch Ousmane Dembélé. Also gibt auch ein bisschen Wiedersehen. Die Spieler treffen sich hier und da immer wieder. Und Mbappé zum Beispiel von Paris Saint-Germain, der Superstar vielleicht, spielt jetzt dann in 10 Tagen hier in Dortmund im Länderspiel mit Frankreich gegen Deutschland und dann, je nachdem, wie die Ansetzungen sind, dann auch nochmal wieder mit PSG. Also können sich die Dortmunder Fans, das Dortmunder Publikum auf einen der absolut besten des Sports richtig freuen. Wie ist deine Arbeit bei Champions League Spielen international? Wie sieht da so die Fanarbeit aus? Also bei Heimspielen bin ich immer mit dabei und dann gibt es ums Spiel herum dann auch dann Interviews teilweise auch, die ich dann mache oder Treffen mit Fanclubs, die im Grunde genommen von weiter weg mal kommen. Sowas in der Art ist dann auch immer geplant und das ist immer ganz nett und herzlich, wenn man dann die Leute dann trifft vom Spiel. Das glaube ich. Und haben die noch immer noch Bock? Also Champions League ist für BVB ja inzwischen schon Gewohnheit, weil man jetzt, ich glaube, 18. Mal, ja. Und jetzt zum 11. Mal in 12 Jahren oder sowas dabei ist. Also Borussia Dortmund gehört zum Establishment der Champions League, aber ich habe trotzdem das Gefühl, bei den Spielern, bei den Fans, wenn dann diese Hymne kommt und es ist Flutlichtspiel in der Woche und man weiß, jetzt geht's gegen die Besten tatsächlich, das ist immer noch Gänsehaut und Prickeln, oder? Ja, das war auch bei allen Fanclubs, die ich dann besuche. Das ist im Grunde genommen so. Sie waren natürlich auch enttäuscht nach der letzten Saison, aber sind auch wieder ganz heiß auf die neue Saison und freuen sich natürlich auf die außergewöhnlichen Spiele international. Und da haben die ganz viel Bock drauf auch und unterstützen auch unsere Mannschaft. Also es ist kein Fanclub, den ich besucht habe, die sagen, ah, ist alles so blöd und schwer, wir gehen nicht mehr dahin. Nein, im Gegenteil, die kommen extra. Wir gehen weiterhin und wollen unsere Mannschaft unterstützen und das ist ja das Schöne, das macht unseren Verein ja aus. Wir haben mittlerweile über 1000 Fanclubs, das ist ja auch außergewöhnlich. Ne? Das ist großer Wahnsinn und die haben da voll Bock drauf und das ist wirklich eine außergewöhnliche Hymne und es ist wie ein zusätzlicher Feiertag zu dem Bundesligaspiel, würde ich sagen, wenn wir auf der internationalen Ebene dieses Flair haben. Das wird ja auch mal ziemlich groß aufgezäumt, die ganze Sache und da ist keiner da, der irgendwie sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, sondern das ist schon, da habe ich schon Spaß. Terzic wollte sich ja nicht so richtig festlegen in der Pressekonferenz heute, auf welches Spiel er sich besonders freut oder auf welches Stadion er sich besonders freut. Wie sieht es bei dir aus? Bist du da ein bisschen, ich kann sagen, ich hatte mir Celtic gewünscht, Hampden Park. War ich als Zuschauer, als Fan, als Reporter noch nie, schon mal irgendwie mit Celtic Jungs gefeiert in Glasgow, aber die Spiele waren dann immer im Ibrox Park. Da hätte ich mich drauf gefreut, hat leider nicht geklappt. Hättest du noch mal Murdo besuchen können? Ja, zu ihm hatte ich noch Kontakt auch und Celtic war auch mein erstes internationales Spiel. Tatsächlich? Gegen Celtic Glasgow haben wir damals im UEFA-Pokal gespielt, haben wir da auswärts gespielt und zu Hause bei uns dort 2-1 verloren und zu Hause 2-0 gewonnen, sind wir also damals gegen die weitergekommen. Das war in den 80er Jahre, das war schon außergewöhnlich, 87. Das war mein erstes internationales Spiel, was ich für den BVB gemacht habe. Ja. Das war eine tolle Atmosphäre da. Ja, das ist cool. Die Schotten wissen schon, wie man das feiert. San Siro war ich tatsächlich noch nie, warum auch immer, hat es nie gepasst. Also Mailand wäre eine Reise wert. Ich hätte auch Bock auf Newcastle. St. James Park ist auch eins der Stadien in Europa, das über Jahrzehnte und immer ausverkauft ist. Es gibt kaum eine Möglichkeit an Season-Tickets, also an Dauerkarten, würde man in Deutschland sagen, zu kommen. Ein bisschen vergleichbar mit Dortmund, also etwas kleiner, aber ich glaube, die Euphorie rund um die Stadt und rund um diesen Club ist genauso groß. Würde ich mir gerne mal angucken, habe ich schon Freude dran. Und wenn der Edin sagt, müssen wir es nehmen, wie es kommt. Ich glaube, der BVB kann schon sagen, uns hat es schwer getroffen, aber die Gegner müssen es, glaube ich, auch sagen. Ja, also ja, stimmt, weder Paris Saint-Germain, noch AC Mailand, noch Newcastle United macht jetzt ein Fass auf und sagt, hurra, wir fahren nach Dortmund, da kriegen wir die 3 Punkte geschenkt. Ja, die reißen also, die Arme hoch und sagen, oh, das ist aber super. Also das ist nicht so. Also ich wage zu prophezeien, in der Gruppe hat keiner am Ende 15 Punkte, da reichen vielleicht 10 schon, um weiterzukommen, weil sich alle Mannschaften untereinander auch dann Punkte wegnehmen und ja, da geht es darum, Heimspiele gewinnen, das ist wichtig in der Champions League, auswärts vielleicht mal hier und da was abstauben, so muss es gehen. Und ich glaube, trotz der schwierigeren Ausgangslage muss trotzdem das Achtelfinale das Ziel sein, auch wenn es schwieriger ist als in manchen Vorjahren. Ja.
Wie schaust du die Spiele, wenn du vor Ort bist? Also du hast gerade gesagt, bei den Heimspielen bist du meistens mit dabei, auswärts. Analysierst du das Spiel? Wie guckst du ein Spiel? Oder bist du, kannst du es relativ entspannt, sage ich mal, als Fan vielleicht schauen? Nein, das geht nicht, weil ich analysiere das Spiel auch immer, weil ich es ja mein Leben lang gemacht habe. Du guckst natürlich konzentriert so ein Spiel an und siehst viele Sachen dann auch, die ich mein Leben lang gesehen habe und analysiere natürlich und bin immer mit dabei und habe ja gerade auch eingangs so ein bisschen erzählt, was ich so sehe, was man vielleicht im Spiel machen kann. Und das mache ich dann, während ich die Spiele anschaue auch. Und das lässt eigentlich auch gar nicht nach, sondern und dann will ich auch meine Ruhe haben. Ich bin auch keiner, der während des Spiels großartig quatscht, sondern ich will aufs Spiel gucken und kann das auch gar nicht haben, wenn dann mich einer anquatscht. Wirklich, ist das so? Ja, klar. Aber bist du nicht laut oder sowas? Nein, ich bin da sehr analytisch, weil das ist ja, weil ich ja sehe, dass da im Grunde genommen auch, wie ich gerade vorhin geschildert habe, wenn es nicht läuft, wenn ich den Zweikampf nicht gewinne, wenn ich den Ball irgendwo hinpöle, weiß ich ja, dass das passiert. Mhm. Das passiert einfach und man muss halt nur damit umgehen und dann sieht man ja auch, wie die Jungs damit umgehen und dann kann man ja sagen, oh, haben trotz Schwierigkeiten weitergemacht oder haben sich davon beeinflussen lassen und sowas ist dann für mich eigentlich eher analytisch, die ganze Sache zu sehen und wenn das zu emotional wird, dann kannst du auch nicht klar darüber nachdenken. Das ist ja dann echt ein bisschen blöd. Also Rudel gucken ist dann nicht so deins. Guckst du lieber alleine? Ja. Ja, ich habe auch schon Freunde mit dabei, wenn ich das gucke, wenn wir Fernsehen gucken, aber dann sollten die sich nicht großartig melden. Ihr dürft kommen, aber fallt nicht auf. Genau. Ja, gut formuliert. Geredet wird in der Halbzeit und nachher. Ja, genau. Tauschst du dich denn dann danach mit jemandem aus über das, was du gesehen hast, oder musst du das komplett mit dir alleine ausmachen? Ja, Roman Weidenfeller sitzt oft neben mir im Stadion, dann quatschen wir darüber. Mhm. Wenn wir im Stadion sind, dann machen wir das schon mal. Aber ansonsten, man ist ja nicht großartig schlimm, sondern ich kann das ja wohlwollend begleiten und kommentieren. Das ist ja im Grunde nur das Schöne an der Sache. Ne? Und es war damals anders, wenn du auf der Bank selber bist und als Trainer verantwortlich bist, dann fährst du dann nachher anschließend nach Hause und denkst auf einmal, wenn du im Auto bist, denkst du, mein Gott, was ist denn hier so mit der Kaula, ist da los? Weil das merkst du gar nicht während des Spiels, dass du so angespannt bist, auch als Trainer, dass du im Grunde genommen so auf den Kiefern rumkaust, ne, und merkst das hinterher. Ist auch, das ist jetzt, dieses Gefühl ist weniger geworden, aber diese Anspannung während eines Spiels, auch als Torwarttrainer, wenn man da unten sitzt und voll mit dem Spiel ist, ist schon immens, muss ich sagen. Also das war immer schon so, dass du zwischendurch denkst, hast aber noch ein bisschen Kiefer, weißt du, hast du während des Spiels gar nicht gemerkt. Ja, aber es ist doch gut, wenn du das jetzt ein bisschen entspannter an die Sache rangehen kannst. Richtig. Oder? Merke, als Trainer hast du nicht Rücken, hast du Kiefer. Ja, das stimmt. Aber wer weiß, das wäre doch mal eine gute Frage, auch an Edin vielleicht. Ja, hast du Kiefer heute? Hast du Kiefer nach dem Spiel? Ja. Es gab ja auch Trainer, die haben das am Kaugummi ausgelassen. Ja, aber das macht dann natürlich durchaus Sinn, ne? Wenn man da ja die Kauleiste irgendwie in Bewegung hält. Dann aber das war ja keine bewusste Geschichte. Du merkst nur hinterher, wenn du nach Hause fährst, im Auto sitzt. Muss der Physio ganz an ganz neue Gegenden rennen. Manche fragen sich, wo sind die Fingernägel gelandet, was auch immer. Es gibt also noch ein paar Anekdoten. Wir bleiben noch ein bisschen sitzen, wir quatschen noch ein bisschen. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Die nächste BVB-Live-Sendung vor dem Spiel dann gegen Heidenheim gibt es dann am Freitag so gegen 20 Uhr. Und an dieser Stelle danke an unseren Partner, an Ebbinghaus Automobile für die Unterstützung dieser Sendung. Und ich sage danke, dass ihr dabei wart. Und wir schauen morgen natürlich aufs Spiel. Du bist im Stadion mit dabei. Ich habe sogar frei an diesem Wochenende. Das ist ja ganz verrückt. Da kannst du ja ganz entspannt ein freies schauen. Wochenende. Ich mag es kaum sagen, aber es ist tatsächlich so. Es kommt nicht oft vor, aber das gibt es auch. Ich freue mich drauf. BVB-Team. Danke nochmal, euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.